Hallo, liebe Spielende, da bin ich wieder. Heute gehen wir wieder in Destiny in eine etwas längere Mission, in eine Patrouille hinein. Und zwar machen wir heute jetzt die nächste halbe Stunde, Stunde, je nachdem, wie lange es dauert, bis sie dann da sind, die beiden Champions. Hier diese Quest: Vernichte besessenen Champions, Irxori und Stirock. Die muss ich erledigen, dann kriege ich Vorhutruf, kann ich immer gebrauchen. Ich bin ja gerade mal Rang 3 beim Ruf. Und ja, dann werden wir mal schauen, wo die sind. Ich weiß, wo sie sind. Mittlerweile war ich so oft unterwegs, dass ich weiß, wo die spawnen. Aber das Problem ist, die Besessenen müssen auch immer da sein. Das sind ja eher sowas wie Platzhalter. Von daher fahren wir zuerst mal zu Irxori. Den habe ich letzte Woche schon gesehen. Da hat mir auch jemand gut geholfen. Das Problem ist, als ich dann ankam, ist er despawned. Dann war er weg. Ich habe ihn nicht gut geschrieben bekommen. Ja, und eine halbe Stunde später ist er dann noch immer nicht respawned. Das waren dann immer Besessene da, aber nicht der Named. Und da hoffe ich doch mal, dass der heute sofort da ist. Und das gleiche Problem haben wir dann mit Stirock. Da müssen wir uns dann auch hinbegeben und dort dann auch warten, bis der dann irgendwann kommt. Ja, das ist leider, leider bei diesen Champions so, dass die dann doch nicht alle 5 Minuten da sind, wie in anderen, ja, Online spielen. Da kennt man es ja eigentlich, dass man sich irgendwo hinbegibt und wenn er dann gerade gekillt worden ist, An der diesem Boss, Ort dann werden kommt er halt. Erinnerungen wach. Habe ich in letzter Zeit erwähnt, wie froh ich bin, dass ich dich gefunden habe? Dann kommt er halt dann nach 5 Minuten wieder, der Boss, oder spawnt sogar vielleicht so nach einer Minute wieder. Hier ist es jetzt so, die spawnen dann immer innerhalb von einer halben Stunde oder Viertelstunde mindestens. Das ist schon ein bisschen Meldungen von hoher nervig. Besessenenpräsenz. Ich schicke dir die Koordinaten. Begib dich dorthin und kümmere dich darum. Besessenenfäule neutralisieren, okay. Ups. Ui, ui, ui. Jetzt mache ich aber. Habt ihr gesehen, was ich alles für Loopings mache? Das sieht ja richtig cool aus. So, das wollte ich jetzt auch mal. Jetzt fühle ich mich wie auf der Achterbahn. Jetzt geht's weiter zu Irxori. Dafür müssen wir da oben rein und da kurz durch und dann bei dieser einen Absturzstelle von dem Raumschiff, da haben wir dann den Spawnpunkt. Da sind meistens immer mehrere Spieler unterwegs, die dann die ganze Zeit da rumtöten, bis dann irgendwann der Champion kommt. Wir fahren jetzt hier einfach mal durch. Wir brauchen hier nicht jeden einzelnen. Na, kommt runter hier. Zack. Jeden einzelnen zu erledigen. Von der Waffe her habe ich im Moment leider nur die Handfeuerwaffe. So was wirklich Sinnvolles habe ich gerade nicht. Ich hätte lieber ein Automatikgewehr oder sowas. Aber sie macht Schaden, ne? Bumm und weg. Aber ist ja klar bei dem Level. So, und wenn wir jetzt hier rauskommen. Ah, jetzt hat sich gerade mein Licht im Controller eingeschaltet. Jetzt sehe ich auch endlich mal was hier. Was leuchtet denn da? Das könnte ja ein toter Geist gewesen sein. Ich habe noch nicht alle toten Geister gefunden. Und hier hat es gerade geblinkt, da oben, ne? Jawohl! Haha, habe ich einfach mal so einen blauen Schimmer gesehen. Zack, und da haben wir ihn. Och, Jott, jetzt sterben die nicht. Wieder ein toten Geist mehr. Jetzt muss man auf die Banshee-Seite gehen und kann sich dann durchlesen, was der da zu sagen hatte. Dass sie das nicht ins Spiel integrieren, dass man das einfach hier im Spiel nachlesen kann, das verstehe ich so nicht. Ach komm, die hauen wir aber nochmal richtig rein. Hier waren gerade so viele schön auf einem Fleck. Das müsste ja mal sein. Jawohl, ja. Das hat Spaß gemacht. Ich mag es immer, wenn so Massen sterben hier bei diesen ganzen Vandalen und so. So, bald sind wir da. Ist nicht mehr weit. Alles nur Schrott hier heute. Ja. Außer wenn man da nicht mehr weiß, wo es lang geht, dann hat man ein Problem. So, Mensch, ich war doch letzte Woche da. Das gibt's doch nicht. So, alles mal schön ein bisschen auf Seite schubsen. Und jetzt müssten wir gleich da sein. Hier ist der Punkt. Da vorne ist das abgestürzte Raumschiff. Da ist es, ne? Hier, jetzt sind wir hier bei der Himmelswacht. Und jetzt müssten Besessenen kommen. Da sind auch schon andere Spieler. Da ist wieder ein 40er unterwegs. Ihr seht's. Lord oder wie der heißt, ist in der Nähe.
Und jetzt suchen wir Besessene. Jetzt bleiben wir hier ein bisschen was. Und jetzt könnt ihr mir Kommentare schreiben. Ich würde dann so ein bisschen darauf reagieren. Und ansonsten erzähle ich ein bisschen was über meine ganze Karriere hier bei Destiny und was ich hier schon so alles gemacht habe. Ist dann, glaube ich, nicht so interessant, als wenn ihr jetzt irgendwelche Fragen stellt. Ja, auf jeden Fall Däumchen drücken, dass hier jetzt relativ schnell jetzt die Besessenen kommen und damit auch der Named. Weil ich habe eigentlich vor, hier in einer halben Stunde, Stunde wieder weg zu sein. Und es liegt ja noch einiges vor uns. Also das ist ja nicht alles jetzt hier. Nicht nur diese Erde hat ja diesen Krieg der Besessenen und diese Nameds, sondern auch die ganzen anderen Planeten, ne? Das ist ja das Problem, auch auf dem Mars und auf dem Mond und überall muss man diese Missionen machen, wenn wir nochmal gucken. Ne? Schauen wir mal hier rein. Da haben wir es, ne? Besessene Erde, da Venus, Petra. Jo. Da kommen aber noch ein paar, ne, denke ich mir mal. Also hier auf jeden Fall noch besessene Champion-Schlachtwrack und das da. Chrono-Bruchstücke, was das dann sind, weiß ich auch noch nicht genau. Hier sind es halt die Nameds und die dauern halt doch ein bisschen was. Bei den anderen muss man ein bisschen was anderes erledigen. Aber ich will ja auch die Nameds haben, die sind dann auch wieder in diesem Eintrag drin. Diese Grimoire-Karten, ne? Ich will die schon, wie nennt sich das, vervollständigen am liebsten. Ja, die schießt hier überhaupt gar nicht weit. Versuchen wir es nochmal von nahem, wie viel Schaden sie macht. Ja, dann geht's schon besser. So mag man das. Jawohl. Wenn man da dran ist, sterben sie gut. Haben wir da jetzt die Nates? Oder warum sind die da gerade alle in der Ecke? Scheint so zu sein, oder? Nö. War wieder nichts Besonderes da. Warum hängen die denn alle hier oben rum? Grüne Waffe, kann man eigentlich auch vergessen, die sind meistens alle nur so um die 199 oder so. Vom Lichtlevel her. Gucken wir einfach mal schnell nach. So ist es normalerweise. Ja, 197, wusste ich es doch. Also was hier so auf der Erde droppt, ist wirklich Schrott. Fäule und Zähne klappern. Ist hier Quatsch. Ich guck mal, ob hier eine andere Mission ist, die ich dann auch nebenbei machen kann. So. Abgebrochen. Blinkt hier irgendwo was? Ja, da. Nehmen wir die da oben. Vielleicht muss ich dann hier was Sinnvolles machen. Besessenen sind ja gerade nicht da. Hüter, es ist ein mächtiger Feind in der Nähe. Greift ihn an, bevor er euch angreift. Okay. Das könnte ja jetzt was sein. Schweber zerstört. Ah, den Schweber habe ich ja auch noch nie gesehen. Müssen wir auch wieder woanders für hin. Ist auch wieder Quatsch. Boah. Die hat aber ganz schön hochgejagt. Finde und zerstöre einen gefallenen Schweber. Ja, der ist ganz woanders. Den machen wir jetzt auch nicht. Kommt. Liebe Besessenen, kommt doch jetzt einfach mal hier hin. Ich möchte euren Boss killen. Was haben wir jetzt hier? Der nächste Versuch. Hüter, hier wird ein großer Schatten geworfen. Wir brauchen eure Augen. Neues aus dem Jenseits. Liefere einen Statusbericht über die Kuppelanlage. Ja, müssen wir auch wieder woanders für hin. Macht auch gerade keinen Sinn. Na. Der hat aber Leck. Also, ne? Kann ja wohl nicht sein. Na, Kopf weg. Okay, keine Besessenen da. Noch immer nicht. Auch die Quest habe ich keine Lust zu und wieder weg damit. Ich weiß gar nicht, wie oft kann man die denn abbrechen. So. Jetzt tanzt er mit mir. Sie tanzt mit mir. Ich setze mich einfach mal hin. So, ein bisschen chillen hier.
korruptierte Gebiet. Besessene Truppen. Jetzt haben wir es. Wo sind sie? Da. Ja, lass mir doch auch mal ein bisschen was übrig. Na, ich sehe keinen einzigen mehr. Da unten. Nee, doch. Ach, so ein blöder Vandal jetzt hier. Du störst. Da. Küt was Großes. Der Captain ist weg. Und ein Leutnant ist geschlagen. Jawohl. So muss das sein. Wo laufen sie alle hin? Nicht, dass die jetzt den Megaboss hier killen. Da, ein besessener korrupter Leutnant und betritt das Land. Wo ist er? Gefolterter Captain, der muss weg. Na komm her. Boy, das gibt's ja wohl nicht. Ja, danke schön. Hat er mich einfach weggehauen, habt ihr das gesehen? Das war dann doch ein bisschen zu heftig. Bin ich ein bisschen zu aggressiv rangegangen an die Sache. Wir brauchen noch einen dritten Leutnant, ne? Ich habe gehört, drei Kapitäne oder so. Da, die Dunkelheit erhebt sich, ein besessener Eiferer will sich durch. Da ist er. Jetzt haben wir ihn. Endlich, Irksuri ist da. Ui. So, ein bisschen Leben wieder. Gibt's ja wohl nicht. What the fuck? Ich hasse Nahkampfwaffen, habe ich das schon mal gesagt? Ich habe ihn aber. Irksuri ist erledigt. Damit haben wir den. Und also dieses bescheuerte blöde Schwert, ne? Also da kann ich ja gar nicht ab. Ich will mein Maschinengewehr, aber das sind 15 Lichtlevel Unterschied. Das ist schon richtig viel. Und was machen wir denn jetzt? Ach komm, ich behalte es, egal. Manchmal ist es ja ganz schön, mit dem Schwert drauf zu hauen. Aber Maschinengewehr macht einfach viel mehr Damage, viel vorsichtiger. Und jetzt gehen wir zum letzten Boss. Der ist jetzt wieder ganz, ganz woanders. Das ist jetzt eine richtig lange Lauferei hier. Dafür müssen wir sogar an dem Spawnpunkt von dem anderen Boss vorbei. Und dann noch viel, viel weiter. So, ich hoffe, ich laufe hier gerade nicht wie so ein Irrer einfach im Kreis. Nö, müsste alles passen. Da müsste es auch irgendwie so eine Beschleunigung geben. Irgendwie so ein Taxi wie bei GTA oder so, dass man sagen kann, komm hier, fahr mich mal dahin. Ich habe keine Lust, den ganzen Weg zu laufen. Aber nee. Oh, Charita. Rang 2. Immerhin. So, und Patrouille finde mit dem NAV-Modul. Ja klar, ich muss ein neues NAV-Modul finden. Das ist mir schon logisch, da ich im Moment keine Patrouillenmission mehr habe. Aber wir machen uns gerade auf den Weg zur nächsten Patrouillenmission. Wir wollen ja schon weitermachen. So, haben wir denn jetzt? Da ist der Ausgang, jetzt haben wir es langsam. So, der Captain muss daran glauben. Und ich muss ganz da hinten hin. Wenn ich mir vorstelle, da oben war ich auch schon in irgendeiner Mission. War schon geil da oben. So, Transportmittel. Und los geht's.
Das sind jetzt ein paar Meterchen. Da müssen wir nochmal durchs Gebäude durch. Dann im Gebäude selber. Danach kommt dann der erste Boss-Spawnpunkt und dann da, wo die ganzen kaputten Liefer. An alle Hüter. Wir brauchen dringend Daten über dieses Gebiet. Geheime Übertragung folgt. Ja, es gibt so ein Gebiet, wo dann so alles so Eisenbahnwaggons sind. Und da spawnt der letzte, der Stierock. So. Was eine Strecke. Ich glaube, da wäre es kürzer gewesen, schnell in den Orbit und wieder hier runter. Ups. Ui. So. Sind wir wenigstens schon mal hier. Und jetzt geht's hier durch die ganze Gegend. Ist auch wieder ein bisschen Lauferei jetzt. Aber ich kenne auf jeden Fall schon unser Zielobjekt. Oh, vielleicht finden wir ja irgendeine tolle Truhe. Glaube ich aber nicht. Also dieser Raum, wie viel man den gespielt hat, auch in den Story-Missionen und so, ist schon irgendwie krass. Ja, Stunden später kommen wir dann zum zweiten Spawnpunkt. Also da lobe ich mir doch schon WoW oder sowas oder Elder Scrolls Online oder so. Die haben wenigstens irgendwelche, wie nennt sich das, Spawnpunkte, Wegschreine, Greifenreiter. Hier muss man alles selber machen, das ist schon ein bisschen bescheuert. So, hier haben wir jetzt das Gebiet, wo der zweite spawnt, den man gebrauchen kann, und ich brauche aber nur noch den dritten, und der spawnt dann hier, wo er gerade lädt. So, genau hier irgendwo kommt er dann nachher raus. Dauert ein bisschen. Hier werden wir uns jetzt also auch was länger aufhalten und hier ein bisschen umschauen. Von den Servitoren baue ich noch ein paar für die Grimoire-Karte. So. Und wir müssen ja so aufräumen hier. Damit der letzte Boss kommt und wir es dann endlich erledigt haben. Schade ist, dass noch gar kein lilanes Engramm oder sowas getroppt ist. Das finde ich schon ein bisschen traurig eigentlich. Eben bei dem Boss hätte ruhig mal was droppen können. Kann aber auch sein, weil ich tot war, dass da nichts gedroppt ist, was sinnvoll war. So, und hier sind auch viele am Aufräumen gerade. Die warten wohl alle auf den besessenen Chef. Gerade eben war das übrigens sehr gut. Also letzte Woche ging das nicht so gut. Da haben wir die Besessenen gekillt, die Leutnants, und dann kam kein Boss. Aber wie es aussieht, haben wir jetzt hier heute Glück gehabt. Beim ersten Mal sofort der Boss da gewesen. Wenn man sich vorstellt, weil man hier für komische Quests machen muss. Das sieht alles so nach Normalquests aus, irgendwie nach einer getriebenen Story. Und dann geht man hin und muss auf irgendeinen Spawn warten. So, hier sind gar keine Besessenen. Es steht auch noch nichts davon da, dass hier irgendwo irgendwelche Leutnant spawnen. Jetzt schmeißen wir die blöde Quest auch weg. Holen uns wieder eine neue. Hier oben lag übrigens ein toter Geist letztes Mal. So, da liegt Remetal, kann man auch gut gebrauchen. Wie gesagt, davon muss ich auch noch ein paar killen. So. Und her damit. So, Patrouillen. Wir nehmen die Patrouille an, solange wir hier nach dem auf die Besessenen warten. So kann man sich auch beschäftigen. So. Aber wo ist eine Patrouille? Da. Jetzt haben wir eine. Sagen wir doch einfach mal besessen oder Scharfen. Sucht nach feindlichen Kommandanten in eurer Nähe. Okay, das ist doch schon mal gut. Das könnte auch mal klappen.
Irgendein Char wird schon kommen, der ein Kommandant ist. Char-Ziel eliminiert. Gibt es richtige Ziele hier oder muss einfach nur ein Boss kommen? Ach, und wenn nicht, dann machen wir halt keine Mission. 1500 von 2000 gerechten. Mein Gott, was habe ich mich hier schon lange aufgehalten in dem Game? So. Kommt kein Besessener gerade. Ich habe einen Beutezug für die Besessenen. Zurzeit offen. So. Jawohl, der nächste Servitor. Hey, mal ein blaues Engramm. Ist ja schon mal etwas Steigerung. So. Jo. Jetzt heißt es abwarten und Tee trinken, ne? Im Endeffekt. Irgendwann. Irgendwie. Irgendwo. Gibt's auch ein schönes Lied für. Bisschen dünn gerade, was hier so los ist. Jo, und bei mir ist auch das Problem, das neue Add-on hole ich mir im Moment auch nicht, weil ich will erstmal die ganzen besessenen Sachen fertig haben, ne? Ich weiß nicht, ob das wiederholbare Quest ist, das steht ja nie drauf. Also gerade hier das Krieg der Besessenen, Krieg auf der Venus und Petra, Mission Petra oder so, oder wie die heißt. Das sind alles so Missionen, die sehen eigentlich so aus, als wären die wirklich noch von Taken King eine Quest. Und wenn ich die dann alle durch habe, diese ganzen kleinen Kram-Quests, dann wollte ich erst die Raids machen. Die ganzen alten Raids von den ganzen anderen Add-ons. Und wenn ich die dann alle durch habe, dann erst wollte ich mir das neue Add-on holen. Also, das kann noch was dauern, bis ich... Da, jetzt. 40 von 50. Ich brauche noch 10 Servitor-Kills von 50. Ja, brauche ich doch noch ein paar Servitoren, habe ich ja gesagt, ne? Von denen habe ich noch nicht so viel gekillt, darum finde ich das ganz gut, dass der hier immer weiter spawnt. Also noch 10 Servitoren. Und die sieht man ja nicht so oft. Und dann hoffen wir auch immer parallel auf die besessenen Leuten dann spawns. So, wir gucken hier nochmal in den dritten Bereich rein. Auch dieser Bereich könnte dafür interessant sein. Da waren wir jetzt noch nicht. Und wir warten immer noch auf einen Boss. So, dafür müssen wir jetzt da hinten raus für dieses Char-Ziel. Also brechen wir die auch ab und hoffen wieder auf eine bessere Patrouille. Lese nichts von Leutnants. So, und wenn ich das Add-on dann habe, dann werde ich dann auch natürlich das neue Gebiet mal angucken auf der Erde. Und dann werde ich auch dort die ganze Story spielen. Aber dafür will ich erstmal die alten Inhalte alle durchhaben. Mich ärgert das nämlich so ein bisschen, dass die Raids hier nicht mit Suchfunktionen versehen sind. So, jetzt holen wir uns mal wieder aus dem Nebenraum ein bisschen Drehmetall und Glimmer. Weil andere spielen können das auch. Die haben da mindestens einen Tech-Chat oder sowas. Aber das bringen die hier seit 2 Jahren nicht in das Spiel hinein. Dass man sich ein bisschen besser mal abstimmen kann. Dass man hier dringend mal in den Raid will. So. Weil gleich gehe ich wieder in ein anderes Spiel. Gleich gehe ich wieder in das Spiel von Blizzard. Mit dem großen W und O und großem W. Und da werde ich dann einfach Schlachtzug-Suche machen und dann bin ich auf einmal in einem Albtraum unterwegs oder sowas. Ist auf jeden Fall cooler als dieses Problem hier in dem Spiel. So. Weil dann sieht man auch einen Raid. Da habe ich nämlich im Moment 8 Quests in dem Raid. Ich muss alle möglichen Bosse killen, Sachen sammeln für Alchemie und so.
Ja, aber anderes Spiel, anderes Glück, ne? Aber WoW ist im Moment so mein Top-Favorit. Die letzten 2 Jahre war es ja Elder Scrolls Online. Da muss ich aber leider sagen, dass, ja, dieses Shadow of the Hasted on, das letzte war nur 2 Dungeons für Argonia. Und da ich nicht so itemgeil bin, ich will lieber Story sehen, ich will lieber neue Gegenden entdecken und so. Ja, besessenen Truppen, da stand es gerade. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, jetzt müssen wir ein bisschen gucken, wo sind sie? Muss man relativ schnell töten. Na komm. Da war, da. Jetzt geht's rund. Jetzt könnte es sein, dass gleich der Leutnant kommt. Da, besessener Leute korruptiert das Land. Aber wo? Shit. Ist natürlich ein bisschen schwierig jetzt. Na toll. Ich sehe ihn hier nicht. Wo ist der Leutnant? Oh Mann. Da muss man sich relativ zügig drum kümmern, ne? Da. So, haben wir ihn? Noch nicht wirklich, ne? Na. Was hat denn jetzt für eine Kacke? So. Okay. Okay. Da ist noch ein Leutnant irgendwo. Wo ist der jetzt? Hier ist keiner mehr. Damit haben wir den ersten erledigt. Wir suchen jetzt hier den zweiten. Bitte. Ja, das sieht gut aus. So. Das war der zweite. Jetzt suchen wir den dritten. Der dritte müsste jetzt hier sein. Aha, jetzt sieht's gut aus. Warte. Nein. Das könnte ein Problem sein. Oh. Okay, dann mal los. Ja, den jetzt auch noch, oder was? Wie soll das denn jetzt gehen? Der besessene Eifer will dieses Gebiet für sich beanspruchen. Das ist jetzt eigentlich das Wichtige. Halt sie auf. So. Den haben wir. Gute Arbeit. Wo ist der Eiferer? Da ist er. Stierock. Der letzte, den ich killen muss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ui. Geht weg. Nein! Wo ist denn der Wiedereinstieg? Hier. Okay. Fuck. Komm her, du. Hab ich gerade wirklich dieses böse F-Wort gesehen? Boah, der ist hart. Das wirkt nicht einfach. Mit dieser Waffe so nicht. Boah. Oh Gott, das wird richtig kompliziert jetzt hier. Die Spieler, die gerade hier sind, sind auch nicht gerade der Hammer. Habe ich gerade das Gefühl. Von der Stärke her. Ich sterbe nämlich und die sterben und ich sterbe und ich die sterben. Ist gar nicht gut gerade. Na komm. Jetzt sterben wir uns hier einfach mal durch. Ich will den jetzt haben. Ich habe keinen Bock mehr, nochmal hier hinzugehen. Ich
dauert meine Granate noch so ewig. Ja, ist doch viel zu viele Captain jetzt hier. Also, wie kann das denn sein jetzt hier? Oh Mann! Das gibt's doch nicht! Wo sind die denn jetzt? Jetzt finde ich mich hier gerade nicht zurecht. So ein Shit. Doch da. Jetzt aber. Jawohl, ja. Endlich ist es geschafft. So viele Sonnenexplosionen helfen doch schon. Und die Quest ist durch. Endlich ist es erledigt. Die Besessenen wurden besiegt. Es wurde auch Zeit. So, auf zum Orbit. Wir können die Quest abgeben. Und sollen mit Caden sprechen. Boah, jetzt bin ich mal gespannt, was es da für eine Belohnung für gibt. Da war ich jetzt letzten Samstag unterwegs, heute auch. Jo, und damit sind sie tot. Auf geht's zum Turm. Jetzt holen wir uns die Belohnung ab, gucken uns die Engramme an, die wir bekommen haben, machen ein bisschen Upgrade. Vielleicht kommen wir auf 305, 306, 307 vom Lichtlevel her. Das hat sich doch schon mal gelohnt jetzt. Ich bin mal gespannt, was es für eine Belohnung für die Quest gibt. Oder ob es eine Folgequest gibt für dieses besessenen Teil. Ja. Also wer jetzt einschaltet, der hat zu spät eingeschaltet. Die zwei Bosse sind tot. Bei Xur war ich auch schon. Von daher geht es jetzt nur noch darum, ob ich noch ein paar seltsame Münzen bekomme und dann mir bei Xur den Apotheseschleier mit 350 hole. Aber dafür brauche ich halt noch ein paar seltsame Münzen. Ich glaube, 7 Stück fehlen mir noch. Aber wenn ich jetzt die zwei lila Engramme auseinandernehme, vielleicht liegen deren Münzen, seltsame Münzen. Na, mal gucken. Gucken wir mal. Jetzt wollen wir auf jeden Fall die Belohnung für die Quest. Ja, man kann doch noch was schaffen hier in dem Game. Aber alle Strikes sind durch, wie gesagt. Nur noch die Quests und die Raids sind für mich offen. Und die Quests sind halt schon die wirklich nach Oryx. Wenn Oryx tot ist, wenn die Story eigentlich durch ist, sind das eigentlich nur so Nebenquests. Junge, 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 wie lang der wieder lädt hier für die Erde, für den Turm. Das ist so nervig, diese Ladezeit da in den blöden Turm zu kommen. In 3 Räume, ne? Das sind im Endeffekt 3 Räume, wo 10 NPCs stehen. Da lädt der sich hier ein Wolf für. Ah, also, ich weiß gar nicht, warum ich Destiny spiele. Ich reg mich so drüber auf, über dieses ganze Schnickschnack hier bei dem Spiel. So, jetzt gucken wir erstmal, was wir in der Post haben. Das ist ja auch mal was. Warum habe ich jetzt Post bekommen? Was ist... Aha, kondiertes Engramm, noch eins und Reziproke Rune. Ein uraltes Relikt, das ein von Oryx Leutnant in Hof der Oryx, ja, entwohnes Lichtlevel 190. Das hatte ich vor 3 Jahren. Nee, so lange ist es nicht her, aber Quatsch. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir denn bekommen heute? Ein einziges lilanes Engramm Azot-Beugung. Der Rest ist alles nur Lichtpartikel. Ja. Blaues Zeug. Okay, gucken wir uns gleich alles mal kurz. Oh, der rote Tod. Was war das denn jetzt Geiles? Hammer. Das war ja jetzt gar nicht so übel, würde ich sagen. Oder habe ich mich jetzt gerade geirrt? War das jetzt richtig gut? Oder was war das denn jetzt? Eine 308er Waffe. Ein Impulsgewehr. Wie geil ist das denn? Jawohl, dieses Blutige. Richtig cool. Na, das war doch mal eine schöne Belohnung. Ist kein 350er, aber man kann nicht alles haben. Aber das ist ja wohl cool. Mit dieser Waffe ist das Zielen beim Feuern leichter. Zielen geht super schnell mit dieser Waffe. Jeder Kill heilt dich und beschleunigt das Nachladen. Wie geil, oh, wie geil. Ja, Hammer. Also, roter Tod bekommen. Jetzt kann ich endlich den ganzen anderen Kiki-Schrott hier wegschmeißen. Die Handfeuerwaffe, die ich hasse wie die Pest.
Die ist jetzt schon mal weg. So. Wenn man damit nicht trifft, dann muss man erstmal wieder 10 Minuten nachladen. Gefühlt 10 Minuten sind es natürlich nicht. Eigentlich sind es ja nur ein paar Millisekunden. So, mein Geist ist auch nur 280. Der könnte auch mal was besser werden. Chance auf mehr Wurmsporen beim... Na toll, hier fehlen mir Heliumfragmente. Muss ich auch noch suchen. Man hat aber auch einen Stress hier in dem Spiel. So, was haben wir hier? Da seht ihr, meine Brustrüstung ist gerade mal 282. Die werde ich jetzt auch mal ersetzen. Und 307. Jawohl, ja. Es geht richtig vorwärts. So, und wenn wir das Ding jetzt auseinandernehmen, kriegen wir dann was Gutes? Ne, das sind nur diese Skins noch. Das Gute hat man schon rausbekommen, wenn man das infoldiert hat oder so. Okay, 307. Werden wir noch ein bisschen besser? Tauschen wir Lila gegen Blau? Ach komm, alles immer höher, immer höher. 308. Jawohl. Oh, noch eine Stufe. Und, jawohl, drei legendäre Marken. Gab es aus dem Stiefel raus. So, was haben wir hier? Ja, dieses Armband ist schon schön. 307. Jetzt droppt aber auch dann auch was Höheres. Ist ja schon irgendwie krass, ne? Das ist so ein schönes Armband, was ich habe. Und jetzt muss ich hier das hier anziehen. Egal. Na, noch sind wir aber bei 308. Knack ich die 310? Mal gucken. Nee, also beim Handschuh bestimmt nicht. Ach, jetzt habe ich den falschen Handschuh zerstört. Egal, brauche ich nicht. Skin egal. Ja, 300er haben wir gerade bekommen. 350er habe ich schon. Handschuhe sind also nicht so wichtig. Wieder legendäre Marken, aber drei Stück. Sehr schön. Und jetzt das noch die Maske von Halloween. Und 308, 309. Okay. Damit war es das erstmal. Wir haben durch diese Patrouille jetzt dann doch ganz schön viel Lichtlevel reingeholt. Und jetzt gibt es noch die Questbelohnung. Jetzt ist spannend, was kriegen wir für eine König der besessenen Quest als Belohnung? In der Regel ja irgendwas so um die 100, 250 oder so, 280. Na, wir reden einfach mal. Was sagt er denn so? Du leistest da draußen gute Arbeit, Hüter. Aber die Salamitaktik bringt hier nichts. Wir müssen die Quelle beseitigen. Okay, es geht weiter. Wir werden die Lockvogeltaktik anwenden. Ein echter Plan und alles. Etwas im Kosmodrom spuckt immer noch Fäule aus. Wir werden einen von Oryx kleinen Helfern ausschalten. Wir müssen auf besessenen Signaturschläge achten. Wenn Oryx fällt, können wir die Quelle durch den Ausschlag bestimmen. Wir werden die Lockvogeltaktik anwenden. Ein echter Plan und alles. Okay. Jetzt haben wir gesehen, wir haben da jetzt mal die ganzen Leutnants gekillt, aber eine richtige Belohnung gibt es noch nicht. Ihr seht es hier, da gibt es ein Spezialwaffen-Upgrade. Und wenn wir in die Details gucken, jetzt haben wir das hier alles erledigt, die besessenen Champions gemacht. Und jetzt kommt der fünfte Schritt, Könige des Zerfalls. Jage die Ursache für die besessenen Fäule im Kosmodrom. Schließe die Mission Könige des Zerfalls ab. Jo, dann haben wir doch für nächste Woche, wenn wir wieder bei Xor waren, was Neues. Gehen wir wieder auf die Erde. Irgendwie komme ich nicht von der Erde weg. Irgendwie sind immer irgendwelche Quests noch auf der Erde. Ich würde ja mich mal gerne auf der Venus, auf dem Mars, auf dem Mond irgendwo mal bewegen. Aber nein, es bleibt immer die Erde. Und das heißt, nächste Woche sind wir wieder auf der Erde unterwegs. Und dann haben wir endlich mal Rang 4 im Vorhutruf. Und damit gehen wir dann zu Könige des Zerfalls beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Wir haben wieder ein paar Lichtlevel gemacht. Und jetzt gibt es noch hier die Upgrades, die ich gerade einbaue. Und dann ist Schluss für heute. Erleuchten reduziert erlittenen Schaden, während es aktiv ist. Was geht dafür weg? Das da geht da. Erleuchten verringert alle Upgrade-Zeiten für Verbündete in der Nähe. Für Verbündete. Pfff. Ich bin so oft selten unterwegs mit Verbündeten. Also das hier. Reduziert erlittenen Schaden. Ist auch geil. Da hält man wieder mehr durch. Verbessert das Gleiten braucht man nicht verbessern. Und hier, wenn du Luft mit deiner Waffe zielst, schwebst du für kurze Zeit auf der Stelle. Wenn du in der Luft mit deiner Waffe zielst. Das hat was. Alle Granaten entzünden Feinde. Ne, das ist schöner. Schaden über Zeit ist besser als in der Luft rumfliegen. Okay. So, was haben wir hier noch? Die Waffe hat jetzt ein neues, verbesserte Handhabung, stark verbesserte Handhabung.
Warum sollte man sich dann jetzt eine nehmen mit verbesserter Handhabung, wenn man schon ein Standardding mit stark verbesserter Handhabung hat? Verstehe ich nicht. Ist mir egal. Lasse ich so, wie es ist. Mein Schwert ist verbessert. Und mein Schwert hat jetzt R2 für Deckung. Effektiv gegen Arkus und Solarangriffe weniger. Okay, dann haben wir mal Deckung. Habe ich bis jetzt gar nicht aktiviert gehabt. Dann erhöht die Schwertmunitionskapazität. Jawohl, dann können wir mehr schlagen. Und dann die Waffe verursacht Bonusschaden gegen besessene Feinde. Jawohl, dann. Das hatte ich alles noch nicht aktiviert. Bedeutet, jetzt kann ich richtig schön die Bosse killen. Und die Besessenen. Ja, schön. Das Schwert schmieden muss ich auch noch als Mission machen. Ist auch noch offen bei mir. Oh, und mein Handschuh hat auch noch eine Verbesserung bekommen. Erhöht den Stärkebonus für Ausrüstungsteilverleiht. Okay, nee, das weiß ich jetzt gar nicht. Stärke, Disziplin wäre besser. Disziplin habe ich noch nicht mal Stufe 1. Da wäre natürlich nicht schlecht, wenn ich auf Disziplin lasse. So, jetzt müsste ich wieder Stufe 1 haben. Jawohl. Finde und verwende Rüstung mit Disziplin, um diese Effekt zu verstärken. Okay, ja, ja. Disziplin verringert die Abklingzeit deiner Granaten. Ja, die brauche ich. Also ein bisschen mehr Disziplin wäre auch nicht schlecht. Gut. Ja, wie eben schon gesagt, das war's. Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Macht es gut. Bis demnächst. Bye, bye.